20 Jahre Unterhaching. Der 20. Mai 2000. Bis heute unvergessen und zugleich schmerzhaft. Dieses Negativerlebnis Unterhaching, das ist irgendwo so ein Stachel gewesen. Sicherlich im Vorfeld oder danach immer noch mal die eine oder andere Meisterschaft verspielt, aber die war sicherlich mit am härtesten. Dabei hatte Bayer 04 doch schon eine Hand an der Schale. Leverkusen in der ersten Jahreshälfte 2000. Seit 3,5 Jahren spielte die Werkself unter Christoph Daum kontinuierlich um den Titel mit. Die Münchner, die haben auch immer geguckt, was machen die Leverkusener. Das war ja oft ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und das Entscheidende war diese Leidenschaft, diese Begeisterung, die Spieler gezeigt haben. Nicht nur hier im Stadion und oder gegenüber unseren Fans, die wir natürlich immer mehr infiziert haben, auch außerhalb. Im Februar 2000 half eine 1:4-Klatsche in München Bayer 04 unfreiwillig in die Spur. Nach harscher Kritik des Trainers und des Managers. Da fällt einem eigentlich nichts mehr zu ein. Und mit so einer Leistung musste keine Ansprüche stellen. Blieb die Daumelf danach 16 Spiele lang ungeschlagen und begeisterte bundesweit mit feinstem Offensivfußball. Unglaublich, perfekter Fußball. Nach einem 4:1 am vorletzten Spieltag gegen Frankfurt ging die Werkself mit 3 Punkten Vorsprung vor dem FC Bayern äußerst selbstbewusst ins letzte Spiel. Thema Meisterschaftsfeier ist immer noch tabu. Das ist absolut tabu. Wären wir am Samstag, 17.20 Uhr, sagen wir mal, Meister sind, da können wir feiern, bis das eine Kreislaufstörung haben. Wenn wir weiter so spielen wie heute in Unterhaching, dann sind wir deutsche Meister. Danke. Nowotny, Kovac, Ballack, Schneider, Kirsten, dazu die Brasilianer Emerson, Zé Roberto und Rink. Bayer 04 hatte scheinbar die perfekte Mischung für die Millennium-Meisterschaft. Ein einziger Punkt beim Tabellenzehnten, dem Aufsteigerspielvereinigung Unterhaching, sollte genügen. Doch was folgte, war ein einziges Desaster. Klar, man ist geschockt von der Situation, dass man klären will und dann eben Adam kommt raus, weiß auch nicht so genau, was er macht. Ich gehe so halbherzig hin, beide gehen wir eigentlich halbherzig hin und dementsprechend fälsche ich den Ball dann unglücklich ins eigene Tor ab. Ja, was denkt man? Scheiße, ne? Klar, man ist jetzt 1-0 hinten und jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren. Jetzt geht ein Ruck durch die Mannschaft, jetzt müssen wir eigentlich anfangen, Fußball zu spielen. Aber irgendwie haben wir das in den 90 Minuten nie geschafft. Die Unterhachinger haben da die Anzeigetafel eingeblendet in den ersten 10 Minuten, Viertelstunde. Jedes Mal, wenn Bayern, glaube ich, gegen Bremen ein Tor geschossen hat. Das war natürlich für uns auch, das hat man dann mitbekommen als Spieler. Und dann hat man, also man kann es schwer erklären. Es ist einfach im Kopf drin und man wird nicht fest, aber die Leichtigkeit geht so ein bisschen verloren und man fängt an nachzudenken. Ich hoffe, dass die Mannschaft jetzt in der zweiten Halbzeit hier ihren Rhythmus findet, die Nervenbelastung ein bisschen abbauen kann. Denn das ist bitter notwendig, dass wir hier noch erfolgreich sind heute. Ihre eigenen Nerven sind ziemlich blank. Im Vorfeld haben wir das genauso gemacht wie immer. Auch in der Halbzeit war uns das eigentlich noch klar, dass wir noch schaffen. Aber um die Zeit immer weniger wurde, dann ist natürlich dann auch das Selbstvertrauen geschwunden irgendwo. Seitz erneut in der Mitte, jetzt Oberleitner und da ist er drin. 2-0, 72. Minute. Was ist das jetzt noch? Ist das aufmuntern oder ist das schon Resignation? Wir sind einfach hingefahren und haben gesagt, ja, die haben wir jetzt weg und dann sind wir Meister. Vielleicht war das das Problem, dass wir da alle schon zu sicher waren. Die letzten Sekunden und dann ist es aus. Thank you.
Bayern siegte zeitgleich mit 3:1 gegen Bremen. Bayern 04 war eingeholt, aus und vorbei. Das für das, was man das ganze Jahr sich aufgeopfert hat und tollen Fußball gespielt hat. Ich glaube, wir haben damals 73 Punkte gehabt. Und das hätte die Jahre vorher immer gereicht zum Meistertitel, aber gerade in dem Jahr hat es halt nicht gereicht. Und das ist eigentlich das Bittere, aber das kommt dann immer erst hoch, ein paar Jahre später. In dem Moment, wenn man dann weggeht, ist einfach nur noch Leere und Enttäuschung, ganz klar. Das war vielleicht die erste und letzte Chance, mal Deutscher Meister zu werden. Und dann war eigentlich das Bitterste, was man, glaube ich, so in den letzten Jahren bei Bayer Leverkusen erlebt hat. Wir sind nur wieder für die Champions League als Vizemeister qualifiziert. Das ändert nichts daran, dass wir sehr, sehr, sehr enttäuscht sind. Aber bei mir ist kein Lebenswerk kaputt gegangen. Geht weiter, Arme hoch und weiter durch. Sturzhelm auf und dann geht's weiter. Der 20. Mai 2000 bleibt für Bayer 04 bis heute unvergessen. Weil man doch so nah dran war an der Meisterschale.